ist sie ja wieder. Carola Ostermann, Unternehmerin des Jahres, unser wertvollster Stammgast. Bleibt bis Neujahr, wohnt in der Edelweiß-Suite. Sie lässt in der Zeit mehr Geld da als die ganzen übrigen Gäste. Dabei hat die Frau wirklich Stil. Ist nie kurzig. Aber die hat keinen Mann. Nun? Schatz, seit 3 Jahren kommt diese tolle Frau zu uns. Sucht unser Hotel aus und wissen Sie warum? Nein. Wer zu uns kommt, der findet genau das, was er sucht. Haben wir uns da verstanden? Ja, klar. Und was sucht sie? Jetzt überlegen Sie doch einmal ein bisschen, Sie Schneekugel. Was fürs Herz? Richtig. Und genau dafür sind Sie zuständig. Ach so? Als mein Eventmanager ist es Ihre Aufgabe, unsere Gäste glücklich zu machen. Und deshalb werden Sie den Mann für Frau Ostermann suchen. Ich gebe Ihnen dafür 4 Tage Zeit. Bis Silvester, Punkt 12 Uhr, Mitternacht. Da ist auch Ihre Probezeit zu Ende. Entweder Sie schaffen das, oder ich werde statt der Kracher Sie feuern müssen. Bumm. Bitte schön, gnädige Frau, die Edelweiß-Suite. Vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Frau Ostermann. Ich freue mich sehr, dass Sie sich wieder für uns entschieden haben. Richtige Entscheidung zu treffen, Herr Ogala, ist mein Alltag. Zum Wohl. Winkler! Darf ich vorstellen, das ist Bernhard Winkler, mein neuer Eventmanager, auf Probe. Alles gut. Er ist seit 3 Monaten bei uns und würde sich sehr gerne bewähren. Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, dann wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an mich, Frau Ostermann. Ich bin nämlich sozusagen der Weihnachtsmann des Hotels. Dann können Sie mir gleich einen Wunsch erfüllen. Gern. Kümmern Sie sich nicht um mich. Und das jetzt? Tja, Winkler, Frauen meinen immer das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Wenn Sie das sagen. Bella Gioia. Sie sehen aus wie ein Hollywood-Star, wie diese Juliana Roberts. Ach, Antonio, Sie alter Schmeichler. Francesca, Maniküre für Signora Lorenz. Hey, Bernardo, ciao. Servus, Antonio. Alles tutti? Von wegen, nix ist tutti. Hey, was ist los? Naja, es geht um einen Hotelgast. Kennst du die Frau Ostermann? Si, kommt alle Jahre wieder. Bella Signora, eh? Bella Signora, allerdings. Antoni, du musst mir helfen. Du bist mein einziger Freund hier. Aber ist doch ganz einfach, Bernardo. Du musst in ihr Herz schauen, ihre Seele streicheln. Der Rest kommt ganz von selbst. Also, du verstehst mich falsch. Der Chef hat mir den Auftrag erteilt, für sie einen Mann zu finden. Warum? Findest du dich nicht selbst? Antonio, erstens gehöre ich zum Personal. Zweitens bin ich, glaube ich, nicht gerade das, was sich so eine Frau wünscht. Das hast du gesagt, eh? Auf jeden Fall muss ich das schaffen, sonst heißt es Prost Neujahr. Bernardo, ich bete für dich. Toll. Moin. Buongiorno. Bin ich richtig? Ich brauche eine neue Kopf. Antonio macht alles. Außer Enthauptungen. Das ist gut, das gefällt mir. Also nichts wie los. Ich bin frisch geschieden, wieder auf dem Markt. Verstehen Sie mich? Ja, freilich verstehen wir Sie. Mei, Sie schickt der Himmel. Nehmen Sie Platz. Herzlichen Dank. Ach, Kind, hör auf. Männer sind blind. Was sie nicht sehen wollen, das sehen sie nicht. Ich habe mir vorgenommen, dieses eine Mal noch und dann nicht wieder. Ich hoffe, später. Alles zu Ihrer Zufriedenheit? Wenn Zufriedenheit die Vorstufe zum Glück ist, dann ja. Wenn Ihnen irgendetwas zu Ihrem Glück fehlt, lassen Sie mich's wissen. Sie werden der Erste sein. Ganz sicher. Guten Tag. Also wie war das nochmal? Die Dame da drüben, ja? Und Sie meinen, das könnte was sehen? Kommt drauf an, was Sie daraus machen. Auf geht's. Hm? Gestatten? Mein Name ist Nickel. Ich mache Autos. Also ich bin im Autohandel tätig. Wie schön für Sie. Genau. Ich sag immer, ob Vollbart oder Pickel, wenn Autos, dann von Nickel. Das ist gut, ne? Wunderbar. So inspirierend. Genau, inspirierend. Wo man ja davon sprechen. Wissen Sie, warum ich hier bin? Ich fürchte, Sie werden es mir gleich sagen. Genau. Wegen der schönen Frauen. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Ja. Was war das dann?
Eine gnadenlose Abfuhr. Du wirst dich bewähren. Ich finde, du immer innerhalb von 4 Tagen für so eine Frau einen Mann fürs Leben. Für das Leben? Muss doch nur für Silvester sein. Für eine Nacht. Und für eine Nacht habe ich genau den richtigen. Ist ein Freund von mir. Wie groß ist denn eure Freundschaft? Kommt darauf an. Die Eisprinzessin am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Sind Sie denn nicht ein bisschen voreilig? Ach, Sie meinen, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber wir haben doch den ganzen Tag vor uns. Übrigens, mein Name ist Stefan Bender. Und wer Sie sind, weiß ich. Ich lese es im Wirtschaftsteil. Dann kommen Sie doch mit das Eis. So, 200, 250 da. Ist nur für Auslage, ne? Na, hoffentlich ist es auch wert. Hart die Landung. Ach, wer legt sich schon gern freiwillig aufs Kreuz? Ich achte darauf, dass ich nicht so leicht die Balance verliere. Sie sind ja auch eine Führungskraft. Dann? Das wird ja was. Ist das nicht ein Wink des Schicksals, dass wir uns kennengelernt haben? Also, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Wie würden Sie es denn nennen? Carola. Vielleicht Fügung? Der wir nachgeben sollten. Was machen wir denn heute Abend? Ich glaube, ich werde früh ins Bett gehen. Brauchen Sie dabei vielleicht Begleitung? Nein. Eigentlich nicht. Schade. Ich lese nämlich auch Zeitung. Schon beim Frühstück. Schönen Tag noch und machen Sie sich keine Sorgen. Die Rechnung ist bezahlt. Oh, nicht gut. Gar nicht gut. Nicht gut? Mehr fällt dir dazu nicht ein? Bist du deppert? Wenn das rauskommt, feiere ich Silvester unter freiem Himmel. Ciao, Bernardo. Ich muss wieder an die Arbeit zurück, gell? Winkler. Ja. Sag's mal. Ihr habt da die Frau Ostermann in männlicher Begleitung gesehen. Ja. War das Ihr Werk? Nein. Bravo. Vielleicht gibt's für Sie ja eine Zukunft bei uns, ne? Hm. Danke. Mein Lieblingsgast. Das höre ich gerne, Direktor. Haben Sie einen erlebnisreichen Tag gehabt? Sagen wir es mal so. Ich habe mich auf sehr dünnem Eis bewegt. Ah ja, Sie waren ja Schlittschuhlaufen. Unter anderem. Leider waren Sie eine Nummer zu klein. Die Schlittschuhe. Und nicht nur die. Frosty the Snowman. Ich brauche die Augen. Die Augen? Moment. Wie geht's damit? Sind das Augen? Hä? Ja, danke. Bitte. Frosty the Snowman. Na, Winkler. Was soll das jetzt werden? Ja, ich stehe Modell für den Schneemann. Die Kinder lieben das. Na ja, das ist schon gut, aber was ist denn mit dem Schneemann für unsere Schneefrau? Ja. Ich brauche die Nase. Die Nase? Moment. Oh, festgewachsen. Nehmen wir die. Danke. Bitte. Also. Ja. Mei. Ihre Eislaufnummer, das war ja auch mehr eine missglückte Pirouette. Naja, also, noch ist er nicht aller Tage Abend. Wer weiß, vielleicht ist er noch ein Herzbube im Spiel. Ja, dann hoffen wir, dass diesmal dieser Herzbube sticht. Jawohl, Chef. Servus, Antonio. Ciao, Bernardo. Ich muss mit dir reden, kommst du raus? Un momento, per favore. Folgendes, Antonio. Was ist mit meinem Geld?
Welches Geld? Ja, das Geld, das ich dir für diesen Schwindler da gegeben habe. Grüß Gott. Entschuldigung, wenn ich störe. Aber noch, Signora, was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne einen Termin ausmachen. Mit allem drum und dran. Da sind Sie doch Meister, sagte man mir. Wann immer es Ihnen passt, Signora. Morgen früh nach dem Frühstück, 9.30 Uhr. Allora, Antonio ist bereit. Wiedersehen. Du, Antonio. Sie. No, Bernardo, nicht mit mir. Denk nicht mal daran. An was sonst? Vielleicht an das Geld, das du mir schuldest. Signora, Sie sind ganz verspannt. Sie machen das wunderbar, Antonio. Grazie. Jetzt mache ich Ihre Haare, dann eine Maske fürs Gesicht, Spezialmaniküre mit Antonios Zauberöl und dann... Und dann? Dann verzaubern Sie das ganze Hotel an der Seite von Antonio. Sie machen Witze. Wie kann ich Witze machen, wenn mein Herz spricht? Tanzen Sie mit mir ins neue Jahr. Antonio, jetzt halten Sie mal die Luft an. Erstens bin ich, glaube ich, nicht Ihrer Altersklasse. Und außerdem bin ich am Silvesterabend gar nicht mehr da. Ich reise ab. Aber no, Signora! Das können Sie uns nicht antun. Mir, Bernardo, das ganze Hotel. Prego. Antonio, alles, was Sie mit mir hier veranstalten, ist doch nicht auf Ihre Mist gewachsen. Das war in Wahrheit doch gar nicht Ihre Rede. Habe ich recht? Scusi, Signora. Ihnen kann man einfach nichts vormachen. Bernardo! Und? Niente, nichts. Sie ist eine Frau, die genau weiß, was sie will. Ich sage dir, ich bin es nicht. Ganz bestimmt nicht. War mir ein Vergnügen, Herr Winkler. Ja, Herr Winkler? Sie können nicht fahren. Und ob ich das kann? Ja, natürlich können Sie fahren, aber wenn Sie jetzt abreisen, dann kann ich auch gleich meine Koffer packen. Ach, wollen Sie mich diesmal persönlich begleiten? Ja, das wäre mir eine Ehre, aber wenn Sie uns verlassen, dann bin ich verlassen. Sie war meine Bewährungsprobe und jetzt ist alles vorbei. Deshalb haben Sie mir die ganzen Kerle auf den Hals gehetzt, um Ihren Hals zu retten. Sie haben mich durchschaut, hä? Das war auch nicht so schwer. Ich hätte gleich mit auf den Karten spielen sollen. Sie hatten wohl keine guten. Nicht bei meinem Herrn Direktor. Ach, schau an, der Herr Direktor. Kann ich irgendwas tun, dass Sie Tochter bleiben? Lassen Sie mich mal nachdenken. Also egal, was es ist, Sie können mit mir rechnen. Langweilig ist nicht mehr mit. Ja, da könnten Sie recht haben, Winkler. Viel Zeit haben Sie nämlich nicht mehr und die Uhr läuft. Das ist mir schon bewusst, Herr Direktor. Und jetzt verraten Sie mir mal, was haben Sie denn versprochen, dass Sie nicht abreist? Eine Schlittenfahrt. Schlittenfahrt, das ist alles? Warum hat Sie das nicht gleich gesagt? Zu zweit. Ja, und wo ist das Problem? Wissen Sie schon mit wem? Ja, ich wüsste da schon jemand. Ja, und? Das Problem ist, er weiß es noch nicht. So habe ich mir meinen Winterurlaub immer vorgestellt. Die Fahrt mit dem Schlitten, durch die tief verschneite Winterlandschaft, dazu die Glöckchen. Zwei unter einer Decke. Ja, es ist nur ein bisschen... Winkler, haben Sie noch eine zweite Decke mit? Habe ich leider vergessen, Herr Direktor. Mir genügt eine. Entspannen Sie sich. Wissen Sie, Frau Ostermann, das fällt mir momentan ein bisschen schwer.
Eigentlich wäre ich ganz dringend im Hotel gebraucht. Der Silvesterball, die Gäste, das Menü, die ganze Verantwortung liegt bei mir und ich fahre Schlitten mit Ihnen. Schütteln Sie sie einfach ab. Oh. Schauen Sie, genau so. Geht doch, ganz einfach. Schauen Sie mal die Hütte. Wie romantisch. Frau Ostermann, bitte. Da ist aber jetzt wirklich keine Zeit dafür. Also ich hole die jetzt und dann fahren wir ins Hotel zurück, aber hopp hopp, ja? Jawohl, Herr Direktor. Was machen Sie denn da? Ich wärme meine Hände. Bitte kommen Sie. Das ist ja auch alles nicht für uns. Woher wollen Sie das wissen? Das darf ja nicht wahr sein. Winkler! Kommen Sie zurück! Bleiben Sie stehen! Sind Sie wahnsinnig! Winkler! Der ist weg. Einfach weg. Das ist doch unglaublich. Lässt uns hier draußen einfach ganz allein. Wie finden Sie das? Ziemlich abgefahren. Abgefahren ist gut. Abgefahren ist er. Ja, sehr gut. Den hau ich raus, sobald ich wieder im Hotel bin. Es wird schwer sein zu Fuß. Wollen Sie auch rein? Nein, bitte seien Sie nicht böse. Aber wir müssen jetzt wirklich. Mein Silvesterball fängt... Ich bin doch ohne Sie statt. Also wenn Sie mich fragen, ich könnte mir ein schöneres Silvester überhaupt nicht vorstellen. Sie wollen jetzt nicht mit zurückkommen. Ja, wollen Sie hier bleiben? Mhm. Mir gefällt's hier. Ihnen etwa nicht? Moment. Das ist ja alles hier kein Zufall, oder? Sie stecken unter einer Decke, Sie und der... Wenn Sie so wollen. Ja, aber was habe ich damit zu tun? Oh, eine ganze Menge. Schauen Sie. Ich komme seit 3 Jahren in Ihr Hotel. Was glauben Sie wohl, warum? Warum? Weil es Ihnen bei uns gefällt. Ja, natürlich. Aber das hat auch noch einen ganz persönlichen Grund. Denken Sie mal nach. Fällt Ihnen nichts ein? Sie meinen, ich bin der hoffnungslose Fall. Weil ich nichts merke, all die Jahre. Nicht das Geringste. Volltrottel. Ist mir denn noch zu helfen? Das weiß ich nicht. Das kommt ganz auf dich an. Meinst du wirklich, wir haben alles richtig gemacht? Ich weiß nicht, Antonio. Manchmal frage ich mich, was tue ich da eigentlich? Auf jeden Fall ist meine Probezeit jetzt vorbei. Entweder werde ich gefeuert oder... Oder du wirst gefeiert. Was auch immer, Bernardo. Prosit, Neujahr. Ja, auch, Antonio. Prost, Neujahr. Winkler! Also mal her. Sie haben mich vielleicht in eine Lage gebracht. Und das mitten in der Silvesternacht, der wichtigsten Nacht im Jahr eines Hoteldirektors. Mein Direktor, mir ist ja quasi praktisch gar keine andere Wahl geblieben. Mhm. Sind Sie bereit, die Konsequenzen zu tragen? Freilich. Voll und ganz. Gut. Dann betrachten Sie sich noch im alten Jahr als gefeuert. Ist gut. Winkler! Allerdings, eins muss ich Ihnen lassen. Die Carola Ostermann ist wirklich der Event meines Lebens. Und dafür werde ich Ihnen ewig dankbar sein.
Betrachten Sie sich hiermit als wieder eingestellt. Diesmal unbefristet. Sie, Silvesterkracher. Herzlich willkommen im Grand Park Hotel in Kasteinertal. Zimmer 236, bitteschön. Vielen Dank, Sauer. Hochzeitsgesellschaft Seger, Erzherzog Johann Saal. So, einmal noch ein bisschen zusammenrücken. Geben Sie so viel? Danke. Hallo. Dann lass uns doch auch ein Gläschen trinken. Hm? Ja, gern. Was für eine entzückende Braut, mein Gott. Das ist ja ein Traum in Weiß. Eine schöne Braut ist wie ein Engel auf Urlaub. Jetzt übertreiben Sie aber. Selten ist mir die Wahrheit so leicht gefallen wie heute. Gratuliere zu dieser Wahl. Wissen Sie eigentlich, was Sie für ein Glückspilz sind? Ja, ich denke schon. Dann vergessen Sie es nicht. Wo darf ich? Du sag mal kurz. Ja? Der nette Herr mit dem roten Paket, wer ist denn das? Wieso? Ich dachte, der gehört zu deiner Familie. Also zu uns gehört der nicht. Das muss einer von euch sein. Ausgeschlossen. Ich habe ihn zuvor noch nie gesehen. Wo ist der eigentlich? Grand Park Hotel Rezeption, Xaver Schütz am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Ja, selbstverständlich. Und Gustav, wie schaut's aus? Blau. Hört sich nicht gut an. Zu groß. Zu laut. Dann mach's halt auf. Hab ich's doch gewusst. Was ist? Das ist... Kaffeemaschine. Die zwölfte, Gustav. Die zwölfte. Kannst du mir mal verraten, wie ich die loskriegen soll? Woher soll ich wissen, was da drin ist? Hm? Das ist doch reine Glückssache. Dann bring halt einmal was Gescheites. Nur ein einziges Mal. Wenn es so leicht ist, Waldemar, warum machst du es dann nicht selbst? Ich hab eben nicht dein Talent. Das Talent, das kann mir gestohlen bleiben. Hey, oh mein, oh mein, oh mein. Nicht einmal beim Eisstockschießen triffst du mir. Gustav, du hast dein goldenes Händchen verloren. Das muss ich mir aber jetzt nicht anhören, oder? Ich riskiere Kopf und Kragen, mein lieber Freund. Und du? Ich? Was machst du? Ich. Ja? Ich bring die Beute unter die Leute. Ah, ja. Sein Geschäft mit hohem Risikofaktor. Was ist? Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott, Herr Kommissar. Ich hätte ein Problem. Doch, bleibt in letzter Zeit dauernd stehen. Ist ein Geschenk von meiner Frau, kann ja nichts taugen. Können wir uns das einmal anschauen? Ja, selbstverständlich, das ist kein Problem. Es gibt nichts,
was der Gustav nicht zum Ticken bringt. Und es gibt nichts, was ich nicht treffe. Servus, die Herrschaften. Das hat uns gerade noch gefehlt. Hochzeit Königstein. Alles vom Feinsten. Jetzt schau, dass du weiterkommst. Du bringst mir neuen Verruf. Gegen den schlechten Ruf. Du bist der Beste. Naja. Oh, entschuldigen Sie, selbstverständlich, aber... Ihr seid so ein schönes Paar. Gustav? Annabelle? Gustav Malberg. Mein Gott, Annabelle Ziegler. Königstein, inzwischen Königstein. Ah ja. Und, was machst du hier? Ich? Ja, ich bin die Mutter der Braut. Du bist... Ach ja. Ja. Jasmin, kommst du mal bitte? Das ist meine Tochter Jasmin. Darf ich vorstellen, Gustav Malberg, ein Freund aus alten Tagen. Naja, also das mit den alten Tagen gilt natürlich nur für mich. Mein Gott, Jasmin. Eine schöne Braut ist wie ein Engel auf Urlaub. Was für ein hübsches Kompliment. Das war immer schon Gustavs Stärke. Das liegt wohl in der Familie. Ah, dann sind Sie ein Verwandter von Ralf? Hallo. Ja, ich bin sozusagen, also gewissermaßen bin ich so etwas wie ein Onkel für ihn. Du bist gewissermaßen sowas wie ein Onkel? Lauf nicht weg, ich bin gleich wieder da. Onkel Gustav. So, wo ist das Messer? Ja, dann schneidet an, Kinder. Was haben wir denn da? Waldemar, was schleichst du dich denn hier so an? Ich möchte wissen, wer von uns beiden der Schleicher ist. Gustav, ist das heute vielleicht dein Glückstag? Zeig schon, komm. Du bist ja ein Künstler. Geradezu ein Genie. Ein Dieb. Ein ganz gemeiner Dieb, das bin ich, der die Braut beklaut. Jetzt hör mal auf. Skrupel können wir uns nicht leisten. Du musst es so sehen, Gustav. Wer so sensible Finger hat wie du, der muss ihnen auch was zu tun geben. Sonst rüsten sie ein. Deine Finger sind sozusagen selbstständige Unternehmer. Meine selbstständigen Unternehmer bringen mich eines Tages noch in den Knast, wenn ich nicht aufpasse. Und dich gleich mit. Jetzt gehen wir nicht auf den Zeiger. Ewigen Pessimismus. Wenn das alles echt ist, dann haben wir ausgesagt. Du hörst von mir. Na, hoffentlich. Meine liebe Tochter,
An dem glücklichsten Tag deines Lebens möchte ich dir ein ganz besonderes Geschenk machen. Ein altes Erbstück, das schon seit über 5 Generationen in unserer Familie ist. Ich habe es von meiner Großmutter bekommen und es hat mir immer Glück gebracht. Was gibt es Schöneres, als Glück weiter zu vererben an den Menschen, der einem am meisten bedeutet? In Liebe, deine Mutter Annabelle. Mein Gott! Was? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht. Herrschaftszeiten? Lass das nicht wahr sein. Das glaube ich jetzt nicht. Der Diebstahl bei Hochzeit. Diamantarmband der Braut weg. Grüß dich, Waldi. Schon gelesen? So abgebrüht wie du möchte ich einmal sein. Weißt du überhaupt, was das heißt? Was denn? Momentan kann ich das nicht anfassen. Das Armband. Ach so. Heiße Ware! Verstehst? Schon. Übrigens, die Uhr vom Kommissar, die tickt jetzt wieder. Servus, Waldi. Na, wo bist du denn jetzt? Das klappt mit dir. Bitte, Herr Dr. Ecker, Ihre Theaterkarte. Vielen Dank, auf Sie ist Verlass. Danke. Was willst denn du hier? Ich würde gerne etwas zurückbringen. Szenerie? Ich meine, wohnt sie noch im Hotel? Ja. Könntest du es vielleicht in ihr Fach legen? Ja, sag mal, spinnst du? Dann sind ja meine Fingerabdrücke drauf. Deine Fingerabdrücke auf meinen Geldscheinen haben dich doch auch nicht gestört. Also ich will damit nichts mehr zu tun haben. So, und jetzt verschwind. Hm? Danke. Dann sag mir doch wenigstens, wo ich sie finde. Auf der Terrasse. Annabelle? Gustav, wie schön. Setz dich doch. Ja, ich habe schon gehört, was passiert ist. Unglaublich. Es tut mir so leid. Das ist unfassbar.
Wer zerstört den schönsten Tag einer Braut? Wer macht sowas? Das kann ja nur jemand gewesen sein, dem das Glück einer Hochzeit nichts bedeutet. Ich hoffe, Sie kriegen ihn. So groß ist der Kreis der Verdächtigen ja nicht. Glaubst du, er war unter den Gästen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Ja? Ach, Herr Kommissar, gibt's was Neues? Sie haben einen Verdacht. Na, das ist ja interessant. Na dann, hoffentlich erhärtet er sich, Ihr Verdacht. Ja, bis dann. Tja. Ich glaube, ich gehe dann mal. Du gehst schon? Leider. Gustav, mein Schlüssel. Ja, das wär's jetzt gewesen, was? Ja. Also. Gustav. Ich reise morgen ab. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir beide noch einmal essen? Genau. Heute Abend um 20 Uhr im Hotelrestaurant. Ich werde da sein, Annabel Königstein. Da haben Sie aber Schönes angestellt, Herr Malberg. Was denn? Meine Uhr, die läuft wieder. Dankeschön. Oh. Erstl? Frau Königstein, ja? Ah, das ist ja ein Ding. Ja, fahrt zu. Gustav, ich muss dir was sagen. Sag jetzt nix. Sag ganz einfach nix.
Wo wollen wir denn hin? Wir? Was heißt denn hier wir? Ich? Ich bin im Restaurant verabredet. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Ja, sowas. Darf ich? Gustav. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Annabelle, das bin ich uns doch schuldig nach so vielen Jahren. Mein Gott, was hatten wir für hochfliegende Pläne damals an der Uni? Du warst der Schwarm vom Seminar. Na und du erst mal, die ungekrönte Unikönigin, in die wir alle verliebt waren. Was ist eigentlich aus deinem Archäologiestudium geworden? An den Nagel gehängt. Zu wenige Scherben für zu viele Forscher. Verstehe. Und was machst du jetzt? In Uhren. Und du? Ich habe das Juweliergeschäft von meinem Ex-Mann übernommen. Herr Königstein an der Maximilianstraße. Oh lala. Eine wirklich noble Adresse. Ich könnte jemanden brauchen, der was von Schmuck versteht. Aha. Wie wär's? Das tust du doch. Onkel Gustav.